Wenn wir über 75 Jahre NRW sprechen, über das größte Bundesland, dann müssen wir auch über das Größte sprechen, was wir haben. Und das ist unsere Sprache. Wie hat die sich entwickelt? Wie definieren wir unsere Sprache? Und gibt es eigentlich Dialekte in NRW? Und das mache ich mit den Experten auf dem Gebiet. Zu meiner Rechten habe ich Sarah Puckert, herzlich willkommen, vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Und links von mir jemand, der sich auch tagtäglich mit der Sprache beschäftigt, Jürgen Becker, Kabarettist. Ich begrüße Sie beide recht herzlich. Jetzt haben Sie noch nichts gesagt. Ich weiß aber theoretisch, aus welchen Regionen Sie ungefähr kommen. Würde deshalb, um schon mal so den Hint in Richtung Sprache zu finden, Sie beide einmal bitten, sich selber vorzustellen, aus welcher Region Sie kommen und vielleicht im Anschluss, was NRW für Sie bedeutet. Genau, ich stamme aus einem kleinen Ort in Westfalen, der sich Saarbeck nennt, mit knapp 4000 Einwohnern und bin quasi für den Job nach Bonn gekommen. Das heißt, ich habe einen Überblick über beide Regionen. Genau, was besonders an NRW ist, ist genau das, dass es beeinflusst wird von unterschiedlichen Personen, von unterschiedlichen Sprachen, dass viele Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, aber irgendwie auch gleiche. Sie kommen woher ursprünglich? Also mein Name ist Jürgen Becker. Ich bin in Köln geboren und da auch geblieben. Und ich spreche da, wie alle Kölner, reines Hochdeutsch. Man hört es kaum, gar nicht. Ganz dezent kommt das nur durch. Wir haben gerade schon gehört, wie Frau Puckert NRW für sich definiert. Was ist NRW für Sie? Ich finde, es ist nicht das Größte, es ist auch das beste Bundesland überhaupt, das es gibt. Warum? Mit Abstand. Ja, weil es einfach so eine Freude an der Unterschiedlichkeit entwickelt hat. Das gefällt mir unglaublich gut. Also ich würde niemals in ein anderes Bundesland ziehen. Da sind wir schon so bei den regionalen Unterschieden, einer unterschiedlichen Mentalität. Sie haben das jetzt gerade gesagt, die prallen einfach aufeinander. Ist furchtbar, aber funktioniert. Mhm. Wie definieren Sie diese beiden unterschiedlichen Mentalitäten? Es sind Germanen und Römer, kann man sagen. Ne? Also dadurch haben wir, finde ich, das gelernt, das Positive aus dem Fremden zu ziehen. Ne? Und das war natürlich ein Kraftakt. Wir kennen ja alle die Schlacht, die Varusschlacht. Und was hat er davon? Nichts gehabt. Ne? Hat sich total angestrengt, hat den Römer zurückgeschlagen, hat aber all die großen Vorteile nicht gehabt. Wasserleitung aus der Eifel, Sauna, all die römischen Errungenschaften, die wir im Rheinland so haben. Also man muss einfach dem Fremden offen gegenüber sein. Das ist die Botschaft von Nordrhein-Westfalen. Da kommen wir schon fast in die Zukunft. So weit möchte ich noch gar nicht gehen. Ich möchte noch ein bisschen bei dieser Mentalitätsgeschichte bleiben. Sie haben gerade gesagt, Sie kommen aus einer anderen Region, haben quasi beides einmal kennengelernt. Ja. Was macht für Sie diesen Mentalitätsunterschied aus? Tatsächlich die verschiedenen Mentalitäten. Wobei ich das jetzt gar nicht zwingend Westfalen sagen würde, stur und Rheinländer sehr viel lebendiger, weil, naja, also wir treffen wahrscheinlich auch in Westfalen einen sehr lebendigen Westfalen und im Rheinland einen relativ sturen Westfalen, sturen Rheinländer, deswegen nicht, aber das stimmt schon, also genau da treffen die aufeinander, aber die bringen sich ja auch gegenseitig was bei, also die nutzen gegenseitig das, was sie schon kennen und zeigen sich gegenseitig, wie man vielleicht auch anders an Sachen rangehen könnte, was sich auch in der Sprache einfach widerspiegelt, also man kann keine klare Linie ziehen und sagen, so, hier wird Westfälisch gesprochen und da wird Rheinisch gesprochen, sondern es beeinflusst sich gegenseitig und hat auf beiden Seiten positive und negative Effekte natürlich. Beeinflussbar finde ich schon, wenn ich Ihnen jetzt eine Weile zuhöre, fange ich gleich auch an, irgendwie ins Rheinische zu switchen. Ist das das, was Sie meinen? Also, dass man, je näher man irgendwie aneinander ist, dann irgendwie das so ein bisschen adaptiert von dem anderen? Genau, also ich wohne jetzt eine Zeit lang in Bonn bzw. Köln. Ich fange an, einzelne Wörter zu übernehmen und die anzuwenden und meine westfälischen Ursprungswörter in Anführungsstrichen tatsächlich zu vergessen und dann nochmal zu Hause nachfragen zu müssen, wie war denn das nochmal, was haben wir denn dazu gesagt? Und andersrum wird es nicht anders sein. Aber genau das ist es, sobald man aufeinander trifft und viel davon hört, nimmt man es, glaube ich, schnell an. Ja. Wenn wir jetzt von so einer Vielfalt sprechen, gibt es denn dann überhaupt ein typisches NRW? Ich fürchte er weniger, beziehungsweise Gott sei Dank nicht. Also ist typisch ist ein relativ schwieriger Begriff, finde ich. Vielleicht ein Misch aus Westfalen und Rheinländern, aber einen typischen Nordrhein-Westfalen finde ich schwierig zu benennen, muss ich zugeben. Ja. Wie sehen Sie das? Gibt es nicht. Nee, würde ich auch sagen. Also es ist schon immer das Grundgefühl,
Man hat das Ruhrgebiet, ne? Das ist auch eigentlich ein eigenes Bundesland fast. Also das Ruhrgebiet, da gibt es das Rheinland, Bonn, Köln, Düsseldorf, Niederrhein kann man auch wieder trennen. Und irgendwann hat man das Gefühl, man fährt dann durch das Ruhrgebiet durch, über die A40 oder die A1. Und nee, wenn man da fährt dann, man nicht, da steht man. Aber wenn man durch ist, ja, ne? Dieses Gefühl zu stehen, ist irgendwann weg, hinter Dortmund. Und dann kommt die A2 und dann denkt man, da wohnt keiner. Herrlich. Ja, ja, ja. Ne? Da ist man dann erholt. Also insofern ist Westfalen, finde ich, einfach eine extreme Bereicherung für dieses bevölkerungsreiche Land, weil da einfach nicht so dicht besiedelt wurde. Das ist der große Vorteil, finde ich. Wir haben schon die Dialekte zumindest angesprochen, einen besonders. Welche gibt es denn überhaupt bei uns in NRW? Genau, also jede Ortschaft hat ihren eigenen Dialekt. Man kennt wahrscheinlich diese typische Aussage, ja, die Nachbarn, die da 5 Kilometer weiter reden, wohnen, die reden schon ganz anders als ich. Das heißt, wir haben da jeweils einen Dialekt. Wenn wir das hochzählen, müssten wir jede kleine Ortschaft zählen. Ich weiß nicht, wie viele Ortschaften es in NRW gibt, aber wir nennen es das Land der 1000 Dialekte. Also wenn wir von jeder Ortschaft ausgehen, kommen wir damit nicht hin. Was wir machen, ist, diese Dialekte in Dialekträume zu fassen, damit man von irgendwas reden kann, wo alle von reden. Und die unterscheiden sich natürlich im Rheinland und im Münsterland. Unterscheiden die sich einfach voneinander. Genau, wir haben im Rheinland oben am Niederrhein, es nennt sich Kleverländisch, weil dort natürlich Kleve liegt und da das Herzogtum Kleve war. Dazwischen bzw. danach kommt Südniederfränkisch und dann Ripuarisch in Köln und in Bonn. Und an einem kleinen Streifen Mülheim bis ungefähr Gummersbach ist noch Ostbergisch. Das ist ungefähr das Rheinland mit Dialekträumen, wie wir es fassen. Und dann kommt Westfalen, das wir ein bisschen voneinander trennen. Es fängt quasi von West nach Ost an mit Westmünsterländisch, Münsterländisch, Ostwestfälisch und ganz im Süden ist dann Südwestfälisch. Und alles, was darunter kommt, ist nicht mehr Rheinland oder Westfalen und damit beschäftigen wir uns dann nicht mehr so eingängig. Deswegen, genau, also die Dialekträume helfen uns einfach darüber zu reden, weil über jeden einzelnen Dialekt ist es schwierig. Aber jeder Heimatverein in seinem Ort untersucht natürlich seinen eigenen Dialekt. Wenn man Dialekt hört, denke ich ans Rheinische zum Beispiel. Aber da gibt es ja dann noch viel, viel mehr Unterscheidung. Was ist denn genau ein Dialekt eigentlich? Ein Dialekt ist das, was in einem Ort gesprochen wird. Also das, was ich eben gesagt habe, dass man wahrscheinlich im nächsten Ort schon ganz anders spricht. Was wir miteinander sprechen, ist eher Regiolekt. Die regionale Umgangssprache miteinander, die auch rheinisch oder westfälisch gefärbt sein kann. Aber richtigen Dialekt würden wir vermutlich so verstehen, wahrscheinlich noch, aber selbst nicht produzieren können. Also das ist noch ein bisschen voneinander getrennt. Also kann man sagen, in den letzten 75 Jahren hat man sich deutlich wegbewegt von einem klassischen Dialektsprechen. Auch hier, weil, wenn ich jetzt überlege, ich finde es seltsam, wenn ich einen Kölner reden höre, aber ich verstehe ihn ja. Wenn ich nach Bayern komme, verstehe ich nichts mehr. So, das ist ja hier schon relativ aufgeweicht in der Region, in der wir uns bewegen. Genau, das ist der typische Regiolekt, wie wir ihn nennen, also die regionale Umgangssprache. In Bayern ist noch extrem viel Dialekt, also das ist tatsächlich, was wir überhaupt gar nicht verstehen. Wenn die Hochdeutsch sprechen, verstehen wir sie auch schon nicht so gut, weil sie einen bestimmten Akzent haben, also Wörter mal wieder anders betonen. Wenn sie wirklich miteinander reden auf dem Dorf, verstehen wir vermutlich nichts mehr. Das ist in NRW. Boah, vielleicht in der Eifel noch teilweise, in kleineren Gebieten. In Köln im Karneval, wenn man möchte, so ein paar Wörterchen findet man noch. In Westfalen, auch in den sehr ländlichen Gegenden, gibt es Dialekt. Es gibt gerade ein Projekt dazu, da wird untersucht, wie weit der Dialekt noch vorhanden ist in NRW. Also, das würde mich auch interessieren, hatte ich mir aufgeschrieben. Wo wird er denn noch gesprochen? Tatsächlich viel in der Eifel. Also da sind halt tatsächlich ganz böse nicht ganz so viele Menschen. Die haben nicht so den großen Einfluss von Köln. Also Köln hat einen riesigen Einfluss auf alles Umliegende an Gebiet. Am Niederrhein teilweise noch, also an der niederländischen Grenze ist noch relativ viel. Kann sich mit den Niederländern schön verständigen. In Westfalen teilweise auf dem Land, aber auch nicht so richtig viel. Ja, und Köln im Karneval, wenn man möchte, ja. Wo hapert es denn aus Ihrer Sicht? Schon hier in der Region, um ein bisschen näher zu bleiben, merkt man das schon, wenn ich einfach drauf lossabbel, wie ich es gewohnt bin, die gucke mich an wie ein Fragezeichen. Die verstehen nichts mehr. Nein, wäre jetzt meine Frage, ob das so kommt. Also ich finde, dass ja oft die Melodie ist entscheidend. Also die Niederrheiner
Also wir sind jetzt hier in Düsseldorf, da ist die Melodie anders, die betonen. Mhm. Aber auch wenn die es fast gar nicht unterschiedlich aussprechen. Also zum Beispiel in Köln sagt man so, ist der Peter da? Ne, so fragen die, ob er da zu Hause ist. Und hier sagt man, ist der Peter da? Ne, so, irgendwie geht das hinten so hoch, so, das klingt schöner. Also ich finde, melodisch gefällt mir der Nina Rhein besser. Mama, ist der Peter da? Das schwingt so, das gefällt mir. Also oft sprechen die zwar Hochdeutsch, aber die Melodie ist anders. Das war jetzt gerade nicht Hochdeutsch, glaube ich. Echt? Spielt die Melodie da sehr viel rein? Ja. Ist das noch etwas, was wir heute als Dialekt dann auch bezeichnen können? Es ist eher Akzent, das ist noch was anderes. Also quasi tatsächlich die Sprachmelodie ist Akzent. Aber das ist typisch für Köln, genau das, was Sie gesagt haben. Die Melodie in Köln ist prototypisch eben für diese Region. Am Niederrhein redet man eben wieder ganz anders, eine andere Melodie. Genau. Die findet man sowohl im Dialekt als auch in der regionalen Umgangssprache, als auch in der Hochsprache bzw. Standardsprache. Mm. Die bleibt einfach drin, die kriegt man, glaube ich, auch nicht abtrainiert. Mm. Ja. Sie beschäftigen sich beruflich tagtäglich mit Dialekten. Mhm. Geht man das klinisch an oder hat man auch einen Lieblingsdialekt, wo man sich dann ein bisschen eher darauf fokussiert oder den man vielleicht auch eher oder lieber hört? Da ich ja in Westfalen aufgewachsen bin, kenne ich natürlich meinen Heimatdialekt. Mhm. Also mit dem verbinde ich natürlich tatsächlich Heimat und den verstehe ich, kann ich nicht sprechen. Und ähnlich geht es mir in der Region hier auch. Also ich finde es total spannend, Dialekt zu hören, einfach weil man das nicht mehr so häufig hört. Und es ist super spannend, wenn Menschen sich damit beschäftigen und den auch tatsächlich nutzen. Wenn die Menschen hier in den Dialekt verfallen, verstehe ich ihn nicht mehr so richtig. Also so einzelne Wörter natürlich, aber dann muss ich mich schon sehr konzentrieren oder auch mal schnell ein Wort nachschlagen, damit ich weiß, worum es gerade geht. Aber wenn die wirklich in den Dialekt verfallen. Die Frage mit dem Lieblingsdialekt beantwortet sich wahrscheinlich, aber außer Kölsch. Also ich glaube, das ist wirklich die Melodie, die einem Freude macht. Mhm. Nicht so sehr der Dialekt, weil die nicht zu verstehen sind, aber mit der Melodie. Ich habe das gemerkt an einer Bekannten von mir, die ist in Stuttgart aufgewachsen. Und die hat die Feuerzangenbowle gesehen, ne, als Kind. Ja. Und da gab es ja den Lehrer Henkels, der Schauspieler des Henkels, der ist Bömmels, der Professor Bömmels. Mhm. Und der sprach ja Rheinisch. Ne, es ist alles in Dampfmaschinen geht. Und wenn nicht, steht alles im Buch. Ne, steht überhaupt alles im Buch, was ich erzähle. Ne? So, der hatte, das war so die Sympathiefigur im Lehrerkollegium. Ne, und der hatte auch diese Mentalität mit drin, als dann zum Beispiel die Schüler die Schule boykottiert haben. Die haben einfach vorne eine Baustelle hingehangen. Ne, und da kamen alle Schüler, haben gesagt, ach, Baustelle ist geschlossen, gehen wir wieder nach Hause. Also ist der Unterricht ausgefallen und der Lehrkörper saß im Lehrerzimmer und schäumte vor Wut für diese Unverschämtheit, die Schüler sind weg. Das muss auch sein Akzent statuiert werden, jeder andere Dialekt, die Lehrer ja. Ein Akzent statuiert werden, jetzt muss aber was passieren. Ja, und alle sagten, ja, was machen wir denn jetzt? Sagte Böbels, nix. Ja, wie nix? Ja, wenn da steht Baustelle, dann machen wir halt eine Baustelle. Ne? Da müssen wir sowieso mal renovieren. Also er hat das Schicksal so genommen, wie es ist. Und da hat diese Frau gesagt, die ich in Stuttgart kannte, Mama, wo gibt es solche Menschen? Und dann hat die Mutter in Köln. Da ziehe ich hin. Und das hat sie auch gemacht. Die wohnt bis heute in Köln. Das heißt also, die Melodie, oder diese, das war ja jetzt auch Hochdeutsch, was der gesprochen hat, aber die Melodie war drin, die hat ihr so gut gefallen, dass sie ihren Wohnort nach gewählt hat. Und das finde ich eine gute Herangehensweise. Aber ich würde mich dann, wenn ich es beruflich vereinbaren kann mit dem, was ich mache, würde ich nach der Sprachmelodie gehen. Und da würde mir der Niederrhein auch gut gefallen. Ich muss sagen, hier würde ich mich auch sehr heimisch fühlen. Wir haben es schon rausgehört, so ein bisschen. Bergen gewisse Dialekte, Vorurteile. Ja. Positive wie negative. Aber ich stehe ja dazu. Ja, welche Vorurteile sind Ihnen denn schon entgegengeschlagen? Als Rheinländer? Ja. Ja, wenig. Ich glaube, es liegt an Adenauer. Einfach, wir sind ja in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also Adenauer hat das Rheinische seriös gemacht. Mhm. Der hat ja auch nicht Kölsch gesprochen, sondern Rheinisch. Also den Akzent gepflegt, aber so als Weltsprache, glaube ich, auf der Welt gut angesiedelt. Und dadurch geht das jetzt. Also egal, wo man hinkommt, man wird mit einem rheinischen Dialekt oder einem kölschen Dialekt relativ positiv empfangen. Ja, oder zumindest nicht negativ.
Das ist natürlich Glückssache. Ne? Ja. Ich kann nichts dafür, dass ich hier geboren bin. Bei den Vorurteilen, so, mhm. Kommt das in der Wissenschaft überhaupt vor? Vorurteil, ist das etwas Wissenschaftliches? Mhm. Das, was typischerweise, warum der Dialekt verloren gegangen ist, ist typischerweise in der, auch in der Wissenschaft, dass Dialekt mit weniger Bildung einhergeht. Mhm. Was überhaupt nicht der Fall ist, weil wenn jemand Dialekt spricht und auch noch Standardsprache und vielleicht auch noch den Regiolekt, ist er ja quasi multilingual, also spricht direkt einfach mehrere Sprachen. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, Dialekt zu sprechen, aber das ist das, was in der Literatur und in der Wissenschaft natürlich irgendwie mitgetragen wird, dass daher vermutlich der Dialektschwund kommt. Also wir bearbeiten es mit, aber versuchen immer zu sagen, Dialekt ist super und wir sollten den wieder mehr sprechen und es ist eigentlich nur von Vorteil, wenn man Dialekt spricht. Noch haben wir keine Nachteile gefunden. Ist das ein Wunschdenken, dass wieder mehr Dialekt gesprochen wird oder gibt es tatsächlich Institutionen, die da hinterher sind, dass das wieder mehr in Gang kommt? Die gibt es, die Institutionen. Aber das ist vermutlich relativ schwierig. Also es gibt auch sowas wie Vorlesewettbewerbe bei kleinen Kindern, um die möglichst früh ranzuführen. Die lesen genau das für den Vorlesewettbewerb und lernen das dafür und danach leider nicht mehr, weil sie es einfach nicht nutzen können. Also mit wem sollen sie es nutzen? Das gilt auch, glaube ich, für alle anderen Leute, die es lernen. Also wenn man es nicht eh schon intuitiv drin hat oder gelernt hat in der Kindheit, wüsste ich nicht, dass man es mitnimmt und wieder aufleben lässt. Es gibt die ganzen wunderbaren Heimatvereine, in denen ständig Abende stattfinden mit Vorträgen. Da hört man es wenigstens selber sprechen, wenn man nicht damit irgendwie in Berührung kommt, ist relativ schwierig. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen Glaskugel gucken oder auch nicht, je nachdem, wie weit Sie da schon sind. Aber wie spricht man denn in NRW in 20, 25, 30 Jahren? Vermutlich ähnlich wie heute. Also wir haben nach wie vor vermutlich kleine Ecken, wo es immer noch Dialekt gibt und ja, sonst die regionale Umgangssprache. Das, was wir miteinander normalerweise sprechen, ohne uns irgendwie besonders anstrengen zu müssen. Oder die sind auch teilweise sind Wörter vom Dialekt da drin. Also wir passen nicht alles an die Standardsprache an. Dann würde man gar keine Regionen mehr quasi erkennen. Sondern es gibt in Köln bestimmte Wörter, die es vielleicht in Westfalen irgendwie nicht gibt. Aber alles ist relativ nah an der Standardsprache, aber immer noch regional geprägt. Was gibt es in Köln, was es woanders nicht gibt an Wörtern? Haben Sie da irgendwie eine Beobachtung gemacht? Also was mir am kölschen Dialekt, wirklich kölsch gesprochen wird, gut gefällt, ist die Grammatik. Also ich finde, da kann man auch fürs Hochdeutsche was rausziehen. Zum Beispiel meine Autowerkstatt, das ist Heimal heißt die, das ist eine kölsche Firma und der Chef, der spricht nur Kölsch. Ne? Und der sagt für mich immer, Bäcker, Günterbare Affolle. Ne? Also das ist so im Anruf, Bäcker, Günterbare Affolle. So, das heißt also, verkürzt ihr, sagt er immer. Er sagt nicht, der duzt mich nicht und er sieht's mich auch nicht. Sondern er sagt ihr zu mir. Also irgendwo noch aus der Feudalzeit ist das noch. Okay. Ne? Also ja, also ihr. Ne? Bäcker, ihr Günterbare Affolle. Ne? Bäcker, was hat er da gemacht? Was habt ihr da gemacht? Ne? Bäcker, was hat er da gemacht? Das ist ja ganz kaputt. Ja, ich sag, das stinkt hier. Guck mal, das riecht nach Benzin, wenn ich da dann. Ja, dann müsst ihr so, macht er das da ab, dann tut er das da rein oder kürzt er das da raus. So, hat er, also ihr, immer ihr. Ne? Ihr macht das oder am besten macht er das. Und das finde ich gut. Dieses ihr ist eine super Möglichkeit, du und sie zu umgehen. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Form. Funktioniert weiblich wie männlich beim Gender. Ja. Und gucken, ob es nicht im Dialekt Möglichkeiten gibt. Lück zum Beispiel, ein tolles Wort, Leute. Eine Leute ist männlich und weiblich. Das ist ein ganz tolles Wort. Statt ÄrztInnen zu sagen, kann man auch sagen medizinische Lück. Ne? Also man könnte aus dem Dialekt heraus die Sprache komplett neu bilden und würde dieses männlich-weiblich umgehen. Also ist das denn gang und gäbe? Also wird das oft gesprochen oder nur in bestimmten Klienten? Ja, bei Handwerkern höre ich das oft noch, das Kölsch. Also wie gesagt, in der Autowerkstatt ist es so, dass sie gut Kölsch sprechen und mir gefällt die Grammatik sehr gut. Also die Melodie und Grammatik, das sind zwei Pluspunkte im Dialekt, die man vielleicht aufs Hochdeutsche übertragen könnte. Was glauben Sie denn, wie sich die Sprache in NRW in den nächsten Jahrzehnten entwickelt? Dialekte haben es immer schwer. Ich glaube, das ist was für Liebhaber geworden, so wie Oldtimer. Ja, man pflegt sie, man hegt sie, sie passen nicht mehr richtig in die Zeit, aber ich glaube, sie haben es einfach schwer. Ich glaube, was eine Chance ist, sind die Lieder. Also in Köln ist das ganz stark, dass es eine Singsprache wird. Mhm. Also die Lieder singen alle mit.
kann man ja auch durch die Melodie sich gut merken, ne? Und man kapiert dann auch, was, worum es da geht in dem Lied. Und fast alle können Kölsch singen, aber kaum einer kann es noch sprechen. Die Dialekte haben oft mehr Vokale. Also das ist der Vorteil im Kölsch zum Beispiel. Es gibt das hochdeutsche Wort Arzt, ne? Also ein Vokal und 4 Konsonanten, glaube ich, wenn ich das richtig kriege. Oder 5. Ja. Arzt. Ein scheiß Wort. Arzt. Ne? In Köln ist es umgekehrt. Ne? Da sagt man Arzt. Also da hast du 4 A's und ein Z. Also 4 Vokale, 1 Konsonant. Ist besser. Ne? Das kannst du noch besser singen. Weil zum Singen braucht man vor allem Vokale. Und deswegen ist Köln eine super Singsprache, so ähnlich wie Englisch. Das geht flüssiger von der Hand. Bleiben dann so Songs, also das gesungene Wort, einzelne Begriffe für feststehende Dinge eher als ein kompletter Dialektsprachfluss, wenn man ihn so bezeichnen kann? Vermutlich schon, gerade deswegen. Also man singt es und ist in einer bestimmten Stimmung damit und verbindet das miteinander und verbindet das tendenziell Karneval, also einfach mit positiven Erfahrungen. Und gesungen ist es wunderbar, weil es einfach besser im Kopf bleibt. Also wenn ich Vokabeln lernen muss, geht den meisten nicht so leicht von der Hand. Singen, ich singe im Englischen mit, ich singe auch gerne was Französisches mit. Ich verstehe zwar nichts, aber ich kann irgendwie so die Melodie nachmachen und wahrscheinlich auch ein paar Wörter. Und im Dialekt kriege ich wahrscheinlich auch irgendwann da nochmal ungefähr raus, was es bedeutet. Also es ist so, einzelne Wörter kennt man ja dann irgendwann, die wiederholen sich, die guckt man vielleicht nochmal nach oder erfährt sie sowieso. Die behalten sich tendenziell besser als, auch wie Sprichwörter. Also irgendwas, was feststeht, was man lernen kann und nutzen kann in einer bestimmten Melodie, in einem bestimmten Rhythmus, behält man tendenziell besser als ganze Geschichten, die irgendwie in einem Zusammenhang hängen. Ja. Diese Melodien, die man sich merkt, diese Songs, die man hört oder auch bestimmte Redewendungen, die könnte man ja auch außerhalb von NRW oder in Regionen, die noch nicht in Kern-NRW waren, kennenlernen. Wir gehen mal ein bisschen weg aus unserer Perspektive, wollen ein bisschen Werbung machen nach außen hin für NRW. Was macht NRW einzigartig? Einzigartig macht NRW die verschiedenen Menschen, die hier leben, die sich gegenseitig beeinflussen, sich aber gegenseitig auch nicht im Weg stehen und sich gegenseitig akzeptieren, wenn jemand anders ist oder anders lebt. Die unterschiedlichen Sprachen, die gesprochen werden, auf verschiedenen Ebenen. Und das ganze Zusammenleben, das ganze Bundesland an sich mit allem, was es zu bieten hat. Also sowohl vom Niederrhein bis unten in den Süden nach Bonn und noch ein bisschen weiter, also sowohl in Westfalen mit relativ viel freiem Land, als auch mit den ganzen Städten im Ruhrgebiet und im Rheinland. Also gerade der Misch und Mix aus allem macht es besonders lebenswert und besonders erfahrenswert. Die Vielfalt macht die Einzigartigkeit, kann man das so sagen? Ja. Auf jeden Fall. Also die Freude an der Unterschiedlichkeit und das Ruhrgebiet. Na, das finde ich nochmal so ein besonderes Pfund in der ganzen Sache. Das ist einfach super, so viele Menschen direkt vor der Haustür zu haben. Also für Kölner ist das Ruhrgebiet ja erstmal, muss man eine halbe Stunde fahren und dann geht das langsam los. Ne? Dann wird es so ein bisschen dunkel, die Luft wird seltsam. Ja, es ist sehr grün, muss man sagen. Das vergisst man immer, man sieht immer die Schlote noch. Ne? Und Das Ruhrgebiet, finde ich, hat so einen eigenen Touch. Es ist einfach damals durch den Tatort und Schimanski ist das auch geprägt worden und auch transportiert worden. Duisburg war stinksauer, ne, dass ihre Stadt so dargestellt wurde, wie es in dem Tatort eben war. Aber die müssen eigentlich dankbar sein, weil das war großartig. Ne? Ja. Eine super Werbung für die Stadt. Also ich finde das Ruhrgebiet ganz toll. Bin ich total begeistert von. Genau, weil einfach viele Menschen zugewandert sind, die alle was mitgebracht haben, von dem zwar nicht mehr so viel teilweise erhalten ist, wie man immer meint, aber tatsächlich bei den ganzen Familiennamen merkt man hinten die Ski-Endung. Ganz viele polnische Endungen haben wir. Natürlich auch aus allen anderen Nationen, die haben alle so ein bisschen Wörter mitgebracht oder Grammatik oder Melodie, wie auch immer, sie haben alle was mitgebracht und damit verliert sich der Dialekt natürlich irgendwie, weil damit Verständigung nicht mehr möglich ist. Also wenn eine Gruppe Dialekt spricht und man das erlernen müsste, um Dialekt miteinander zu sprechen, aber der nächste Ort schon wieder einen anderen Dialekt spricht, dann wird das Ganze relativ schwierig miteinander zu kommunizieren. Da hat sich der Dialekt noch schneller verabschiedet als überall anders. Ich habe früher mal behauptet, ich würde zweisprachig aufwachsen in dem Portland. Leider nicht so. Wir haben es gerade schon so ein bisschen gehört, dass der Tipp Ruhrpott vielleicht als Besonderes, aber wenn Sie jetzt einem NRW-Externen, einem neu zugezogenen, den Top-Tipp in NRW geben würden, vielleicht um unser Bundesland besonders gut kennenzulernen, was wäre das? Wo schicken Sie Leute als erstes hin oder was empfehlen Sie als erstes?
ich würde immer dahin gehen, wo ich was Neues entdecken kann. Ich weiß ja nicht, was derjenige bis jetzt kennt. Ne? Ich finde zum Beispiel Drohlshagen, fällt mir gerade ein. Schöner Name auch. Drohlshagen, da gibt es selbstfahrende Busse. Ne? Das finde ich super, sowas. Also da steckt man einen Bus ein, ist kein Fahrer drin und der fährt ein. Und sagt, das ist gut, das ist die Zukunft, so wird das werden. Und das heißt, man kann sich jetzt vorstellen, man hat eine App und dann drückt man drauf und dann kommt das Ding vor die Tür gefahren, man steigt ein. Wird ja so sein. Und dann braucht man gar kein Auto mehr. Der bringt dich dann dahin, wo du hin willst. Und dann nimmt er noch ein paar mit unterwegs, sammelt das. Also diese selbstfahrenden Fahrzeuge, die demnächst in unseren Großstädten, und das ist ja in Nordrhein-Westfalen so, das ist ja ein Riesenmoloch auch, muss man sagen, was hier an Menschen wohnt. Wir können auf die privaten PKWs komplett verzichten. Und in Drohlshagen kann man es schon sehen und in Monheim auch. Da sind die Busse auch schon selbstfahrend. Und die werden auch individuell die Leute vor der Tür abholen demnächst. Das finde ich toll. Also sowas würde ich den Leuten zeigen. Also, ne, oder in Engelskirchen. Da kann man zum Beispiel sehen, wie man aus einer Müllkippe eine Sehenswürdigkeit macht. Da gibt es also so einen großen Berg und da wird Müll recycelt und sowas. Und die Leute gehen da hin und besuchen das wie so einen Ausflug. Und da gibt es was für Kinder, die was machen können. Das ist in Engelskirchen zum Beispiel. Das finde ich ganz toll. Und jeder Touristenführer sagt Kölner Dom, ne? Aber ja. Dann halt nach Engelskirchen zur Müllkippe oder ja. Nach Drohlshagen oder was wäre Ihr Tipp? Ich bin tendenziell eher in der Natur, das heißt, ich würde Eifel oder es gibt in Ippenbüren Rinder in der Nähe meines Heimatorts einen Ort, der heißt Hockendes Weib, zum Spazieren gehen und mit Steinen. Auch am Niederrhein gibt es natürlich ewig viel zum Wandern oder jegliches Museum, was irgendwie zu finden ist. Also wir haben die ganze Kultur im Ruhrgebiet, die natürlich Museen hervorgebracht hat. Wir haben teilweise Richtung Sanden raus römische Sachen, die besucht werden können. Und in Westfalen natürlich auch Wannenmachermuseen und ich weiß es nicht. Also unendlich viele Museen. Wenn sich jemand dafür interessiert, wir haben quasi für jedes Handwerk quasi ein Museum. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich da am ehesten Menschen hinschicken und von da aus weiter in die umliegenden Orte. Um die komplette Region kennenzulernen. Genau. Ob jetzt zum hockenden Vibe, zum Laufen oder nach Drohlshagen und da mit automatischen Bussen durch die Gegend fahren, egal wo, sperren Sie die Ohren auf, denn überall werden wunderschöne Dialekte gesprochen, im wunderschönen NRW und wir haben drüber gesprochen. Dankeschön an Sarah Puckert und an Jürgen Becker für dieses Gespräch.